Wie könnten ethische Grundsätze in Normungsprozesse integriert werden? Ja, es ist heutzutage so, dass tatsächlich in vielen aktuellen Fragestellungen, die Normung und Standardisierung behandelt, das Thema der Ethik natürlich aufkommt. Typische Beispiele sind zum Beispiel das autonome Fahren, sind natürlich auch zum Beispiel Bereiche wie die Medizintechnik, Industrie 4.0, Service Robotics. Und in diesen Themen wird es natürlich immer wichtiger, dass wir vielleicht nicht nur auf Ingenieure im Normungs- und Entwicklungsprozess zurückgreifen, sondern vielleicht auch auf Wissenschaftler, die aus den geisteswissenschaftlichen Disziplinen kommen. Und durch deren Einbindung kann sicherlich auch ein sehr großer Gewinn gerade in diesen Fragestellungen zu ethischen Problemen sehr gut weitergekommen werden. Gut. Vielen Dank. Dankeschön.